Und da ich jetzt die Summe sehe, von dem, was wir hier im Geld haben, fällt mir ein, wir konnten, glaube ich, für 1800 konnten wir, glaube ich, ein neues Gebiet kaufen. Das wäre jetzt natürlich auch eine Überlegung wert. Ja, siehst du, 2800. Das war, glaube ich, der hier. Yep. Der Regenbogengang. Ja, kaufen wir, gucken wir mal, was da gibt. Hier haben wir dann wieder neue Plätze, die wir zu Gehegen oder zu Beeten machen können. Oder Hühnerstall, da unten sind auch wieder welche, das ist gut. Gut, da haben wir auf jeden Fall mehr Platz. Vielleicht siedle ich die Slime oder die Beete, die wir haben, vielleicht siedle ich die dann auch nochmal um, dass ich das dann ein bisschen gebündelt auf einem Platz habe. Das ist ja die Frage, will ich hier die Beete haben oder will ich hier Gehege haben? Das ist jetzt die Frage. Ja, das überlege ich mir noch, das weiß ich jetzt nicht so genau, wie ich das auch will. Aber das kriege ich auch noch raus. So. Fütterungszeit. So ein Ding kaufen, ne? Ja, sehr schön. Dann ist das Ganze doch gleich viel einfacher. Mal gucken, ob die auch noch was haben. Nochmal rein. Oh ja, das sieht gut aus. Und die bringen wir aber nach unten, weil dann können wir die Taschen vergrößern. Hier. Genau, noch zwei Stück. Das dürfte zu machen sein, denke ich. Habt ihr schon was? Nö, habt ihr nicht. Aber ich würde eventuell gucken, dass ich die zwei kleinen hier loswerde, weil die großen reichen mir ja eigentlich. Beziehungsweise, ah, der verwandelt sich ja eh, sobald die was gefuttert haben. Ist eigentlich egal. Gehen wir jetzt nochmal ein bisschen was organisieren, damit die was zu futtern haben. Ich finde es gut, dass die Großen so gut wie alles essen. Oder, die, ja, eigentlich so gut wie alles, ja. Und die hauen ordentlich rein. So wie er hier gerade. Thank you.
Und Freischuss. Na gut, sie platzen immerhin nicht. Oh, das ist wieder so ein Stein, den man kaputt machen kann. Dann geht's da langsam voran. Kann ich mir wieder ein paar schöne Sachen holen. Ein paar neue Gehege. Weil ich würde auch ganz gerne jetzt mal wieder eine neue Slime-Sorte finden. Also nicht nur kreuzen, dass wir große haben. Sondern ich würde halt gerne gucken, dass wir auch andere haben. Weil es gibt ja noch diese Wasserslime und diese Magma-Slime. Wen fütter ich jetzt? Am sinnvollsten wäre es erstmal. Hier ist alles, ne? Na komm, und ihr kriegt ja noch was. Entsorgt. Das sieht super aus. Ich will immer über diesen Zaun springen, aber irgendwie. Ich bleib da immer hängen an dem Ding. Aber der Preis für die Rosanen ist echt gesunken. Das ist glaube ich von diesem Goldenen, den wir gesehen haben. Die sind wahrscheinlich super selten. Den kann man wahrscheinlich auch nicht fangen. Vermute ich mal, den wird man wahrscheinlich nur füttern können, mit dementsprechend, mit Sachen. Und dann wird er halt mal ein so ein Ding ausspucken. Und ja, so stelle ich mir das jetzt einfach mal vor. Das machen wir. Da, aber ich hätte gerne den Wassertank. Dann brauche ich diese Pfütz-Plot. Angler-Plot. Ich mache heute extrem viel. Tut mir leid. Ich versuche es mir abzugewöhnen. Thank you.
euch auch nochmal. Da geht nichts mehr. Bei euch. Jetzt haben wir ein bisschen Geld in der Tasche. Die Taschen sind leer. Und dann schauen wir mal jetzt. Ich würde dann vielleicht nochmal rüber auf diese andere Insel. Wo war denn das? Das war hier unten. Das sah nämlich interessant aus. Da könnten wir vielleicht neue Slime finden. Jetzt nochmal da oben muss das gewesen sein. Ah, super. Ja, die Musik ändert sich ja schon wieder. Musste ich hier unten langlaufen und dann da oben? Nein. Ach Gott, wie war das? Ich glaube da hinten lang. Dann hier hoch. Also so ein Parcours-Champion wird hier nicht aus mir. Was haben wir da drinnen? Hier vielleicht irgendwo was versteckt ist. Hier sind überall solche Fontänen und die kann ich noch nicht abbauen, oder? Doch! Ah, dann war das das Update, was ich da... Cool! Dann war es das. Ja, dann nehmen wir doch alles mit, was wir hier kriegen. Und dann gehen wir noch mal rüber auf die andere Seite. Jetzt können wir uns ja auch ein bisschen in Ruhe umschauen. Die kennen wir schon. Euch kennen wir auch. Hier ist nichts versteckt. Zumindest nicht da, wo ich hinkomme. Kann ich auch Wasser einsaugen? Also rein theoretisch ja, aber ich kann es nirgends drin speichern. Dafür brauche ich dann den Tank. Das müsste so ein Magma-Slime sein. Da möchte ich nicht runter, sonst verliere ich wieder alles. Ah, du hast wieder was zu erzählen. Ich sollte aufhören, überall hoch zu hüpfen. Das ist nicht gut. Was haben wir hinten?
Feldslime. Dich nehme ich mit. Und dich und dich. Und das kann ich jetzt nicht mitnehmen. Doch, kann ich schon, weil den will ich nicht. Und die gibt es auch im Groß dann. Das ist super. Ich glaube, es gibt jede. Ich glaube, ich kann jede Rasse, glaube ich, in. Oder jede Sorte oder wie auch immer. In groß machen. In groß machen. Ja, in groß züchten. So. Nicht groß machen. So. Hier komme ich hoch. Das ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier geht's hoch. Ha. Joa, schön. Bisschen Deko. Gibt's auch in leuchtend dann. Was war's für uns? Das ist echt schön hier. Komm ich da hoch? Das ist das Erz. Ja, komm, weg mit den Karotten. Wer will die schon? Hier bekomme ich also das Erz her, das ist perfekt. Dann müssen wir gucken, ob hier noch mehr ist von dem. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel wir davon brauchten, aber ich möchte mehr sammeln, wenn ich schon hier bin. Dann kommen wir wieder zurück, also kommen wir von hier. Oh nein, jetzt sind die TR hier. Das ist natürlich jetzt doof. Mehr Erz gab es ja aber auch, glaube ich, nicht. Ja, komm, bevor die mich jetzt hier platt machen, weil ich kann mich überhaupt nicht verteidigen, würde ich sagen, gehe ich nochmal zurück. Latsche ich da wieder rein. Ja, super. Ja, ich bin ein Held. Da wären wir wieder an dem Punkt mit verplant und so. Na? Gut. Hier sind anscheinend auch wieder welche unterwegs. Man hört es an der Musik. Ich würde jetzt gerne auf schnellstem Wege die Sachen nach Hause bringen. Und ich glaube, dafür müssen wir hier lang. Stimmt, den dicken haben wir ja auch noch. Und den kümmern wir uns aber später. Der läuft uns nicht davon. Auf einen Mist zusammen, das ist ja unfassbar. Ja, da hinten. Ah, ihr könnt mal schön wegbleiben. Danke. Ich bin nur überlegen, ob ich die
Folgen, als ob ich denen mal Titelnamen geben soll. Also hier Folgennamen geben soll. Aktuell nenne ich sie Folge 1, Folge 2, Folge 3. Also wahnsinnig kreativ, ja. Ich glaube, Namen könnten da ganz cool sein. Vielleicht baue ich das jetzt mal langsam ein. Jetzt bringen wir das aber runter. Also der Stachelige hier, der würde richtig viel Geld bringen. Aber ich bringe den jetzt erstmal hier runter. Ich glaube, das Erz geht da auch rein. Ja. Knalldinger. Genau, dafür brauche ich 10 Stück. Na gut, wenn der jetzt immer wieder nachwächst, dann könnte man zur Not mehrfach dahin gehen, in dem Fall noch 4-mal, und dann hätten wir die 10 ja zusammen. Ich hoffe einfach, wir finden noch mehr davon. Aber jetzt steht hier aufgerüstet. Der hat doch aber eigentlich noch einen Platz frei. Also, so sehe ich das hier. Den hatten wir, den habe ich aufgerüstet. Und der ist jetzt noch frei. Aber ich kann den hier nicht mehr... Naja, vielleicht kommt das noch. Siedender Sand. Seidender Sand. Okay, dafür brauchen wir die. Okay. Das brauchen wir dafür. Gut, da haben wir noch einiges vor uns auf jeden Fall. Also ich hatte in der Beschreibung zu dem Spiel gelesen, dass ich glaube die Hauptspielzeit bei, ich glaube, 8 Stunden liegt und mit Nebenquests irgendwie noch 2 Stunden dazu, dann wäre man dementsprechend bei 10 Stunden. Ich glaube, die Zeit übertreffe ich bei weitem. Muss aber auch dazu sagen, habt ihr dann auch vielleicht schon gemerkt, ich bin dann aber auch nicht so drauf aus, jetzt mir hier irgendwie einen abzuhetzen und schnell, schnell, schnell das Spiel durch, zack, und ab das nächste Spiel, sondern lass mir da gerne Zeit, guck mich gerne um, mach Sachen vielleicht gerne auch doppelt und dreifach, weil es mir einfach Spaß macht, und ich finde, es ist eigentlich auch die Hauptsache daran, dass das Spiel mir halt einfach Spaß macht. Ja. Auf jeden Fall würde ich dieses Spiel gerne, also zumindest so vom Hauptding, vom Hauptteil her gerne durchspielen. Das wäre mir persönlich ganz recht. Gehege, Gehege, Gehege. Ich baue das jetzt da unten. Machen wir hier hin. Gehege, zack. Ich glaube, den ersten Teil, den habe ich leider nie richtig durchgespielt und hatte dann aber auch irgendwie nicht wirklich Bock nochmal von vorne wieder anzufangen. Ich habe das, glaube ich, 2-3 Mal sogar angefangen. Aber irgendwie, ja, wie es halt so ist, man spielt was und dann spielt man was anderes und dann hängt man da halt wieder mehr drinne. Was esst ihr eigentlich? Gemüse. Hängt da halt wieder mehr drinne und dann vernachlässigt man wieder andere Spiele und dann ist man da auch vollkommen raus und hat dann irgendwie keinen Bock mehr, sich da so richtig wieder reinzufuchsen in das Spiel. Ja, und am Ende lässt man es halt liegen. Aber vielleicht habe ich auch mal irgendwann Lust, den ersten Teil aufzunehmen. Wer weiß. So.
die haben schon wieder alles aufgefuttert, ne? Das ist ja unglaublich. Ja, da nehme ich halt die Dinger hier mit. Dass wir hier nicht so ganz umsonst sind. Ich würde jetzt dann auch gleich wieder einen Aufnahmestopp machen, weil ich hätte jetzt, glaube ich, wieder genug Material für zwei weitere Folgen. Und ja, das ist aktuell so ein bisschen mein Rhythmus, immer dass ich sage so, ja, circa eine Stunde plus minus 10 Minuten, dass ich so auf ungefähr zwei Folgen komme. Ja, das hat ja super funktioniert. Spaß gleich nochmal. Wobei ihr eventuell noch was. So langsam funktioniert es doch, langsam wird es mit dem Geld. Und dann gehen wir auch hier. Boah, ihr seht cool aus. Richtige Disco da drinnen. Gut, dann würde ich sagen, dann verabschiede ich mich mal für diese Aufnahme. Und ich hoffe, dass wir uns dann bei der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, ciao!